es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur stehen bleiben bei der Erforschung und Entdeckung, sondern dass wir diese Erkenntnisse auch nutzen im Sinne der Grundidee von Helmholtz selber, der immer den Anspruch hatte, aus der Forschung auch nutzbare Dinge zu entwickeln. Man muss wirklich sagen, da jetzt ein Projekt als einziges rauszugreifen und das ist das, wo wir es rüberspringen, wäre völlig falsch. Es ist wirklich bei allen Projekten zu sehen, da ist ein Potenzial und man muss es einfach einschätzen und am Ende, ja, ist es, wir sind alles nur Menschen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, ob das Potenzial wirklich dann am Ende auch realisiert wird. Aber alle Projekte, die wir gesehen haben, zeigen Potenzial, wirklich in der Industrie Fuß zu fassen. Absolut. Ich freue mich, den Gewinner hier zu verkünden, welcher ist mit dem Projekt ERP on Chip. Herzlichen Glückwunsch. Ja, unsere Erfindung ist eine Methode, wie man ein Gerät, was normalerweise sehr groß ist, also mehrere Quadrat- oder Kubikmeter groß, Tonnen schwer und eine halbe Million Euro kostet, klein zu machen. Und weil das jetzt so klein ist, können Sie das überall reinbringen. Das heißt, Sie können diese Spins, die wir messen, die Radikale, können Sie jetzt auf der Haut messen, im Blut messen, in der Batterie messen. Und vorher musste eben die Probe immer ins Gerät kommen. Jetzt kommt das Gerät zur Probe. Es war wirklich sehr, sehr eng. Und wir als Industrieberater sehen das Marktpotenzial, das kurzfristige Marktpotenzial für dieses Projekt am allergrößten.